Oh, jetzt mach ich zu. Ja. Dann brauche ich das hier zum Zumachen. Nee, nee, das ist nur eine Pinzette. Oder Pipette. Sieht aus wie eine große Pipette. Aber du kannst es viel besser versperren. Du hast doch was Großes, Stabiles dabei. Das möchte ich eigentlich nicht tun. Oh, bitte tun Sie das nicht. Ich mag keine engen Räume. Nein, 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 Monsieur, ganz und gar nicht. Ich habe keine Zeit für derartige Spielchen. Wenn ich jetzt nicht die Drinks rausbringe, dann stürmen die Gäste die Küche. Oh. Dann ist ja passt. Das ist die Situation. Ja, kannst nochmal machen. Aber wie? Wie habe ich das ausgelöst? Rausgehen, reingehen. Da sind noch mehr Dosen mit Katzenfleisch oder was auch immer das ist. Ja, du schaffst es! Er dürfte gleich wiederkommen. Ich brauche kein Katzenfleisch. Der macht immer einmal die Tour und kommt dann wieder her. So, dann mache ich hier zu. Dann nehme ich meine Sense wahrscheinlich. Ja, das ist das Stabilste, was du hast. Nein. 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 Ja. Meine Sense. Ich trage sie gerne nah an dem Fleck, wo früher mein Herz war. Hallo? Hallo, da draußen? Könnte bitte jemand die Tür aufmachen? Ich habe mich hier offenbar selbst eingesperrt. Ich bin leider sehr klaustrophobisch. Wenn also bitte jemand, s'il vous plaît, s'il vous plaît, oh, lass mich sofort hier raus! Immediatement! Oh. Ja, du schaffst es! Hey, ich hab Durst, wo ist dieser Kellner? Okay. Fruchtig, aber trotzdem vollmundig. Ich will in das Fass rein. Ja, das kannst du auch machen, aber du musst erst dem Personal Bescheid sagen, dass der Wein gewechselt werden muss. Jetzt ist die Frage, sage ich ihm wahrscheinlich Bescheid, oder? Aufwachen! Hey! Ich versuche hier etwas zu schlafen! Okay, Nacht. Oder musstest du nur reinklettern? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Vielleicht muss ich auch. Nee, ich kann ja nicht reinklettern. Vielleicht möchte ich die Sense wegmachen. Nee, ich glaube nicht. Wenn ich jetzt den Kellner rauslasse, dann lässt der mich in hohen Bogen aus dem Club werfen. Vielleicht musst du das auch noch gar nicht machen, aber ich weiß es gerade nicht. Nichts. Vielleicht muss ich zu ihm gehen, nochmal zum Oben. Oh, jetzt ist er hochgelaufen. Ja, dann musst du da oben drauf drücken. Ich will mir keinen Bruch heben. Nee, du willst da reinsteigen. Hier oben gibt es keine Öffnung. Du brauchst den Dosenöffner. War doch kein Dosenöffner, oder? Das ist ein Dosenöffner? Sieht aus wie eine große Pipette. Das ist eine Pipette. Ich hab keinen Dosenöffner. Nee. Ich könnte dir jetzt noch einen anderen Tipp geben. Denk mal, was sollst dir nicht zu kurz kommen. Fast am Ziel!
Gut, ne? So, Kätzchen, so mag Papi das. Ja, ich muss auch gleich was holen. Na los doch. Also kriegst du von mir neue einen kleinen Tipp, der dir noch einen Punkt gibt, weil du da wirklich schwer drauf kommst. Weiter, Miezekätzchen. Ja. Dein Gold-Drink enthält echtes Gold. Du schaffst es. Das hat er ja gesagt. Und was hilft mir das? Ja! Es ist ein Edelmetall. Mach schon! Oh, ich soll es trinken. Auf die kurz, Beine, du blödes Vieh! Okay. Puss, 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 puss! Das war... Ich bin schon gewundert, was ich mit dem Getränk will. Ja, weil dann kannst du natürlich nichts bei dir finden. Okay. Hm. Naja, vielleicht ein Schlückchen. Sein und auf euch. Sir, würden Sie bitte all Ihre Habe auf den Tisch des Sicherheitsdienstes legen? Sicher, dass du nicht doch irgendwas versteckt hast? Nichts, was das Ding da auslösen könnte. Dann fürchte ich, Sir, müssen Sie leider mit mir nach hinten gehen. Oh oh. Vorschrift ist Vorschrift. Naja, und da mein Vater beim Militär war, sind wir oft umgezogen. Mhm. Ich erinnere mich noch an die Stadt, in die wir zogen, als ich 10 war. Oh, ehrlich? Ja, das Einzige, was es in der Ecke gab, waren Feigen. Feigenbäume, wohin man schaute. Überall. Sonst nichts. Ich habe mir ja nie was aus Feigen gemacht. Ich fand Datteln immer schon besser. Oder Pflaumen. Sind Pflaumen nicht einfach großartig? Datteln. Sie haben so eine schöne Farbe und so schrumpelig wie das Gesicht von Oma Hedwig. Oh, die arme Oma Hedwig. Sie war unglaublich vergesslich. Ich weiß Hedwig, noch, das ist ja mal ein interessanter Name. Oder war ich schon 7? Nein, 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 nein. Du warst wahrscheinlich 6 gewesen 7. sein, denn Mr. Rufus lebte noch. Ach, das war ein lieber Hund, mein Mr. Rufus. Er war so süß. Und es war uns ganz egal, ich hatte auch mal einen war. Hund. Er war stocktaub. Aber er versuchte trotzdem zu bellen. Aber es hörte sich an wie eine Katze, die ein Haarknäuel auswirkt. Was unser Kater ja, sehr oft tat, denn Tier. Er hatte wirklich meiner langes war ähnlich. Fell. Er... Ich mag Langhaarkatzen nicht besonders. Du, Mary? Ach, ich hatte auch mal einen Haarknäuel. Sie sind so... Ich mag Kurzhaarkatzen. Sie wirken aber weißt weniger du, was hochmäßig. Ich mag? Metalldetektoren. Bist du nur zurückgekommen, um dir meinen Metalldetektor zu leihen? Nie und nimmer. Oh, okay. Also, wo war ich stehen geblieben? Oh mein Gott, hätte ich doch ja gesehen. Also, in dieser Stadt gab es also nur Feigen. Feigenbäume, wohin man schaute. Überall. Sonst nichts. Ich habe mir ja nie eigentlich was aus Feigen warst du schon gemacht. Etwas weiter mit deiner Geschichte. Ich fand Datteln immer schon besser. Oder Pflaumen. Sind ich Pflaumen persönlich nicht liebe großartig? Feigen. Sie haben so eine schöne Farbe und so schön. Wo wir gerade wie von Metalldetektoren sprechen. Bist du sicher, dass du nicht nur wegen des Metalldetektors zurückgekommen bist? Ich bin tatsächlich nur wegen des Metalldetektors zurückgekommen. Was hast du denn bloß mit dem Ding? Mir reicht's, Manny. Wenn das alles ist, was du willst, dann kannst du dich mit den Katzen darum prügeln. Wieso wollen Männer immer nur das eine? Nur du nicht. Die einzige Frau, die dich interessiert, ist dieses Weibsstück Colomar. Und die pfeift auf dich. Ich weiß nicht, was sie mit dir gemacht hat. Aber ich will's auch gar nicht mehr wissen. Carla... Okay. Ciao, Carla. Fall tot um. Deswegen das Katzenklo. Genau. Was ist runter mit mir? Auf schneller. Auf zum Katzenklo. Dies ist das Loch, durch das Carlas Metalldetektor gefallen ist. Oh nein. Aber wo ist es? Das kannst du jetzt tatsächlich gerade nicht finden. Okay.
Weil du brauchst etwas Metallisches, was du da durchziehen kannst. Das ist genau der Grund, aus dem ich kein Haustier habe. Aber da liegt noch was, was du bisher übersehen hast. Was da? Nee. Ja, doch. Da steht revolutionäres Design. Öffnet Futterdosen ohne scharfe Kanten. Ah, sehr gut, nehme ich. Ich hab den Dosenöffner. Richtig, den hast du liegen lassen. Den hab ich vorhin gar nicht gesehen gehabt, letztes Mal. Dann mal hier, mal hoch. Nee, und wenn du dann deine Sense nachher wieder hast, dann kannst du da. Falsch, will da lang. Brave Katze! Ah, deswegen kann ich da nicht hin, weil ich mal muss da so draufklicken auf die Leiter. So, wo bist du, Mr. Dosenöffner? Nein. Nein. Ah. Auswählen. Damit. Ah, noch elektrisch. Wow. Ja. Ich glaube, da passe ich rein. Na dann rein mit uns. Da schläft doch einer bei der Arbeit. Ah, es ist leer. Uff. Ruben, wo steckst du? Mon Dieu. Machen wir ein kleines Nickerchen, et vous, hein? Nun, le Fässchen ist le alle, also tout de suite, Mann. Ja, Monsieur, merci, wie auch immer. Ettore, mehr Wein! Ich werde ihn feuern, weil er nie auf mich hört. Und danach kündige ich. Ich kann diese Vorratskammer nicht mehr sehen. Kein Mensch sollte je in eine so dunkle, enge Kammer gesperrt werden. Nee, sollte man auch nicht. Frage ist, wie komme ich da wieder hoch? Also wir noch die Stapelgabel erfahren. Mach ich jetzt. Gesundheit. Danke. Das Ding ist sicher leicht zu bewegen, wenn man ein großer Dämon ist. Wenn du den Gabelstapler fährst. Ich empfehle dir, WASD zu nehmen. Das ist nämlich die Stelle, die ich gemeint habe, bei der es manchmal ein bisschen problematisch ist, dass er bestimmte Stellen nicht richtig drückt. Ja, ich sag dir bloß, dass du da halt drauf achten solltest, dass mit WASD, dass du da eine Stelle hast. Kannst jetzt in den Aufzug. Ah, okay. Irgendwas klicken. Du musst erst aussteigen, dass du was klicken kannst. Und in diesem Aufzug wirst du mit dem Ding fahren müssen und da brauchst du das. In diesem Aufzug muss ich mit dem Ding fahren. Mhm. Nur ein Knopf. Ja, dann drück mal. Dann steig wieder ein. Stapler-Fahrer, Klaus, ja, so viel. Nein. Du bist dran vorbeigefahren. Okay.
Tja, hast du nicht aufgepasst. Du hast gerade auf den Chat geguckt, als was passiert ist. Nichts passiert. Doch. Hältst da nicht an, das heißt nicht, dass du da nicht hinkommst. Aber du musst es auf dem Weg nach unten, glaube ich, machen, dass er da stoppt. Ja, gleich. Ich versuch's einfach nochmal. Ich hab das gesehen, dass da noch eine Stufe ist, aber ist ja nicht gehalten an der Stelle. Ja, der hält auch nicht. So geht das auch nicht. Du fährst ja voll gegen das Ding, was unten ist. Ja, damit geht's. Wenn du nicht an der Wand bist. Okay, verstehe. Nicht hier. Nein, das aussteuern wir ja. Durch die diese Tür komme ich nicht durch. Ja, die hatte ich gedrückt. Oh, okay. Aber wir haben da. So, das war aber jetzt erstmal die letzte Stelle, an der ich helfe. Du gehst dann nicht weg. Nein, Rest schaffst du. Also ich gehe kurz weg, weil ich mit kurz was zu trinken habe. Komm. Ich muss beim Bergauffahren machen, weil jetzt schafft er nicht. Schafft er nicht. Okay. So, drück das wieder. Tut sich nichts. Ja, drück nochmal. Links noch ein Hebel an dem Ding, siehst du den? Ah, da, ich sehe es, okay. Da soll ich es sehen. Gut, dann hol ich. Was? Nein, hab ich davon. Nicht hier. Ja, das war ganz schnell. Ich muss nochmal runterfahren. Verdammt, war ich 1000 Mal hoch und runter. Weil gar wenig geht. Das ist der Hebel für die Gabel. Der ist voller Doppel-N-Tickets. Hiermit könnten hunderte von Seelen im Nummer 9 fahren. Da stimmt doch was nicht. Ich habe den Verdacht, dass der Koffer jemandem gehört, der viel einflussreicher ist als Ciao Chila Charlie. Hm.
In Ordnung, Manny. Gib mir den Koffer. Charles, ich dachte, wir hätten eine Vereinbarung. Haben wir. Aber ich dachte, ich bringe eine kleine Versicherung mit. Für alle Fälle. Was ist los, Chuck? Kannst du dir keine Handlanger für diese Art von Job leisten? Ich kann mir leisten, was ich will. Also leg ihn hin. Zu Befehl, Boss. Hast du einen Ausweis für mich? Hier. Willkommen in der Gewerkschaft. Jeden Dienstag im Monat ist Versammlung. Und vergiss nicht, deinen Beitrag zu zahlen. Als ob ich nicht schon genug zahlen muss.